Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Do-It-Yourself Inspiration. Ich war einkaufen und habe ein paar schöne Weihnachtssachen gekauft, also um Geschenke zu verpacken, um ein bisschen zu dekorieren. Ich werde das ein oder andere auch zum Basteln brauchen. Und das ist alles von Aldi und war alles auch sehr günstig. Ich werde euch das jetzt mal nach und nach zeigen. Ich fange mal hier bei diesen kleinen Kugeln an. Das sind Echtglas-Christbaumkugeln. In der Packung waren 25 Kugeln und die Packung hat 1,99 Euro gekostet. Ich habe das jetzt schon mal aus der Packung rausgeholt und in so ein Glasgefäß getan, damit ich euch das besser zeigen kann. Diese kleinen Haken sind auch mit dabei, damit kann man das an einen Baum dranhängen. Ich habe die jetzt aber nicht gekauft, um die an einen Baum zu hängen, sondern ich finde die total niedlich als kleine Geschenkanhänger. Oder auch zum Beispiel im letzten Jahr habe ich daraus Ohrringe gebastelt und Eva im Adventskalender geschenkt. Vielleicht wollt ihr da noch mal reinsehen. Also es ist ganz einfach. Man macht sich einfach hier oben einen kleinen Haken mit dran und hat dann so süße Ohrringe, wenn man mal zum Weihnachtsmarkt geht oder vielleicht am Weihnachtsabend so außergewöhnliche Ohrringe tragen möchte. In dieser Packung waren silberne, goldene und so kupferfarbene Kugeln oder Roségold. Die finde ich auf jeden Fall total schön alle und wenn man die dann mit bunten Farben kombiniert, das passt auch total gut. Deswegen, ich habe mich für diese Farbkombination entschieden, weil die eben recht neutral ist und schön weihnachtlich und schön zu kombinieren ist. Außerdem habe ich mir zwei Pakete Ringelband gekauft. Das ist hier dieses Band, wo man mit der Schere so dran lang gehen kann und dann ringelt sich das. In jeder Packung waren 6 Farben drin. Und jede Farbe hat eine Länge von 20 Metern und die werde ich euch jetzt mal alle kurz zeigen. Einmal habe ich hier dieses tolle glänzende Grün, so schön schimmernd und das Grün ist auch wirklich eine sehr, sehr schöne Farbe, finde ich. Auch in schimmernd habe ich so einen Braunton, ist eben so ein bisschen schlichter und wenn man das zum Beispiel mit Gold kombiniert, sieht das auch ganz schön aus. Dann ist hier noch ein weiterer Braunton. Das ist jetzt nicht so ein schimmerndes Braun, sondern eher so ein bisschen matter und auch etwas heller. Ist auch eben ein sehr, sehr schöner Ton, finde ich. Ich mag ja auch total gerne so bunte Farben, aber das ist dann auch mal so was etwas Neutraleres. Dann ist da Gold mit dabei. Super schön, passend zu Weihnachten, finde ich das. Kann ich mir auch schon vorstellen, dass man damit noch ein bisschen was dekoriert mit diesem goldenen Band. Ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, welche Farben zusammen in der Packung waren. Es gab eben eine Packung, da waren auch diese Pink und Türkis und Lila mit dabei. Und ich glaube hier, die waren hier zusammen oder so. Auf jeden Fall 6 und 6. Ich mache mal hier weiter, das ist auch schön schimmernd und das ist ein Dunkelblau. Passt super gut zu diesem Grün hier. Und die Farbe mag ich auch echt gerne. Auch in schimmernd ist hier Lila. Und Lila, da habe ich noch so weitere Töne. Einmal auch so ein matteres Lila und hier dann so ein Pink. Und die drei zusammen finde ich auch total schön und passend. Dann hier noch weitere Türkis-Grüntöne. Also das habe ich ja gerade schon gezeigt. Hier ist nochmal ein Grün in so matt. Und dann ist hier noch so ein etwas helleres Blau-Türkis, auch in Glänzen. Und die drei zusammen finde ich auch total schön, wenn man die drei so zusammennimmt und dann so einkräuselt und damit ein Paket umwickelt. Das kann ich mir schon richtig, richtig schön vorstellen. Dann darf natürlich auch nicht fehlen Silber. Kann man dann auch mit Gold kombinieren. Und zuletzt habe ich hier noch dieses Pink. Kann man natürlich mit diesem Pink dann auch schön kombinieren. Oder auch so mit so einem Braun. Das gefällt mir auch richtig gut. Oder wenn man Pink dann mit Gold kombiniert. Also da habe ich jetzt ganz viele Möglichkeiten mit diesen ganzen Bändern. Eine Packung davon hat 69 Cent gekostet. Also 6 so Schleifenbänder für 69 Cent. Und ich habe dann eben zweimal 69 Cent dafür bezahlt. Dann geht es hier weiter, da habe ich auch zwei Pakete von gekauft. Das sind so süße kleine Tüten. Da kann man Geschenke reintun oder auch zum Beispiel, wenn man backt, kann man da Kekse reintun oder wenn man jemandem so ein kleines Süßigkeitenpaket zusammenpacken möchte. Und da habe ich einmal diese hier. Das ist eine Packung, da waren 8 bedruckte Tüten und hier hinten 8 durchsichtige Tüten dabei. Die kann ich mir auch schon schön vorstellen, wie ich die dann mit so einem Band hier zubinde oder mit so einem Braunton. Das passt hier auch total schön zu, finde ich. Oder dieser Braunton. Ich habe erst gar nicht gesehen, dass da hinten auch noch durchsichtige hinter sind. Und deswegen habe ich mir dann noch eine weitere Packung gekauft.
Da waren nur durchsichtige drin. Und zwar klein, mittel und groß. Ich glaube, vier kleine, sechs mittlere und vier große sind das. Und ja, da dachte ich, die kann ich nicht nur zu Weihnachten gebrauchen, sondern da kann man eigentlich das ganze Jahr Sachen drin verpacken. Oder da kann man natürlich auch schön irgendwie, ja, wenn man zum Beispiel ein Foto oder so hier reinmachen möchte zum Schützen, also so als so eine kleine Klarsichtfolie, die kann ich auf jeden Fall immer gut gebrauchen. Deswegen habe ich die Packung dann auch noch mitgenommen. Diese Packungen haben jeweils 99 Cent gekostet. Und ja, ihr habt gesehen, hier sind 16 Tüten drin, hier sind auch 16 Tüten drin, also da hat man schon... hier sind 14, hier sind 16 drin und da hat man schon einiges von und kann damit einiges basteln, Geschenke verpacken. Man kann natürlich auch einfach ein kleines Geschenk einpacken und zusätzlich noch in diese Tüte tun, weil es einfach süß aussieht. Und zum Schluss habe ich hier noch Geschenkpapier, das hat nur 59 Cent gekostet. Geschenkpapier Weihnachten. 5 Meter mal 70 cm und das gefiel mir von der Farbe so gut. Da habe ich mir auch direkt gedacht, dass das mit diesem Band schön zu kombinieren ist oder mit diesem hier oder auch mit diesem hier. Oder wenn man dann so als Kontrast dazu so ein Pink nehmen möchte, das gefällt mir dann auch ganz gut. Und hier ist auch ein Goldton mit drin, also wenn man es dann mit Gold kombiniert. Deswegen, mir gefällt dieses Grün und Türkis so gut. Und dann dachte ich, damit kann man eben ganz viele Sachen kombinieren. Deswegen habe ich mich dann für dieses entschieden. Die hatten da aber noch jede Menge andere. Ich fand das hier aber einfach am schönsten. Ja, das sind meine Sachen, die ich gekauft habe. Alles schön weihnachtlich, aber kann man eigentlich auch das ganze Jahr verwenden. Also die Kugeln jetzt vielleicht nicht unbedingt und auch nicht unbedingt diese Tüten hier, aber die neutralen Tüten und auch diese Schleifenbänder, das Pink oder diese Grüntöne, Lilatöne, die kann man natürlich auch immer schön verwenden. Wenn man davon ein paar zu Hause hat, das kann nie schaden. Und naja, das habe ich ja gerade schon gesagt, eine Geschenkpapierrolle, um viele schöne Geschenke einzupacken. Ich habe also insgesamt 5,94 Euro bezahlt, also knapp 6 Euro bezahlt und dafür habe ich diese ganzen Sachen und habe schon viele, viele Ideen, was ich damit machen kann. Einmal ganz viele Geschenke verpacken, dann wenn man Kekse backt, hier in die Tüten was tun, mit den Schleifenbändern kann man immer wieder was machen, mit den Kugeln dekorieren oder Geschenkanhänger oder Schmuck selber basteln. Ich bin auf jeden Fall sehr zufrieden mit meinem Haul. Wenn es euch auch gefällt, dann schreibt es doch in die Kommentare. Schreibt mir mal, was euch davon gut gefällt, was ihr vielleicht auch gekauft habt oder was ihr euch kaufen möchtet. Einfach unten reinschreiben. Und sonst schaut auf jeden Fall auch unsere anderen Videos. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!